Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Quadrat, Saturn, Uranus. Aber wenn wir genau sehen, dann hat sich der Mond in Opposition zu Saturn und im Quadrat zu Uranus gestellt. Der Mond 14,29 im Löwen, sehr stolz, kulminiert. Und Saturn 13 Grad, Uranus 13 Grad, logischer, Äquator. Das sind allerdings 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind aber schon Jungfraugrade. Und hier der Mond steht auch noch auf Jungfraugraden. Die gehen bis 15 Grad. Von 12,5 bis 15. Interessant, interessant. Weil der Mond steht natürlich auch immer für die Bevölkerung. Aber er steht in dem Fall für das sechste Haus. Und das sechste Haus, Krankheitsthematik, hängt natürlich mit diesem Transformationsprozess Deutschlands, aber auch der gesamten Welt. Wie gesagt, es ist eine Umstrukturierung der Schwerindustrie, eine Umstrukturierung der Wirtschaft, denn Saturn beschreibt das Fundament, die Basis, auf dem alles steht, und Uranus beschreibt Veränderungen, Revolution, Transformation, Befreiung. Der Uranus steht verhängnisvollerweise im Stier, wo der Saturn gut hingepasst hätte, und der Saturn steht im Wassermann, wo eigentlich der Uranus hingehört, also genau vertauscht. Das heißt, auch der Saturn will quasi die Veränderung haben, und er ist natürlich sehr hartnäckig. Und hier haben wir ja schon eine sehr starke Betonung des Themas Computer, weil Uranus, Wassermann, steht natürlich für Computer, für das Virtuelle. Also das bedeutet für mich auf den ersten Blick, dass die Wirtschaft auf virtuell umgestellt werden sollte, und das Ganze wurde 1988 eingeleitet. Auch damals hatten wir eine Dreifachkonjunktion, so wie wir jetzt eine Dreifachquadratur haben. Und die hat am 13. Februar 1988 begonnen und ist am 18.11. zu Ende gegangen. Dieses Quadrat hat am 17. Februar 2021 begonnen und geht zu Weihnachten am 24.12. zu Ende. Eine schöne Bescherung. Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Dieses Quadrat ist die letzte Station, weil 2032, Ende Juni, haben wir dann hier wieder den neuen Zyklus. Und wenn wir hier kurz lesen, ja, lesen, das ist das letzte Quadrat im absteigenden Zyklus, und zwar schreibt er hier: In jedem Zyklus ein Moment einer größeren Krise, Instabilität und Spannung. Es herrscht ein drängendes Gefühl vor und der Wunsch, die Ideen des Zyklus durch reine Willensanstrengung zu verwirklichen. Die Herausforderungen dieser Zeit scheinen eine Angelegenheit von Leben und Tod zu sein. Das ist der Winterpunkt des Zykluses. Ja? Also das heißt, wir haben es hier wirklich derzeit mit einer sehr, sehr schwierigen Lage zu tun. Aber ich vermute, das dürfte dir schon aufgefallen sein. Weiter zum nächsten Teil. Ende.